Das neue Jahr sieht mich freundlich an und ich lasse das Alte mit seinem Sonnenschein und seinen Wolken ruhig hinter mir. So sagt es Johann Wolfgang von Goethe. Und ich denke, das trifft auf Zornheim auch zu. Und zwar gehen wir sehr optimistisch in das Jahr 2018. Wir werden die Infrastruktur der Gemeinde wieder positiv entwickeln. Dazu haben wir vorgesehen, einmal die große Dreifeldsporthalle zu bauen, die auch als Sporthalle für die Grundschule genutzt wird und vor allen Dingen neue Kapazitäten für neue Sportarten unserer aktiven Vereine hier in Zornheim dienlich ist. Ja, und dann werden wir auch die Wohnbebauung wieder weiterentwickeln. Wir haben vier Baugebiete vorgesehen, zwei, die für die Wohnbebauung dargelegt werden und dann noch ein Misch- und Gewerbegebiet und dann noch ein kleineres privates Wohnbaugebiet. Wir sind ganz stolz auf 2018 mit Auswirkungen auf 2019, dass unsere jüngere Winzergeneration Zornheim auf dem Sonnenplateau Rheinhessens so in den Vordergrund geschoben hat. Und zwar wohnt die neue rheinhessische Weinprinzessin Ellen Kneipp in unserer Gemeinde. Und dann haben wir den Jungwinzer des Jahres, der von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft gekürt wurde, mit Dominik Münzenberger bei uns am Lindenplatz wohnen. Und Julia Schittler ist als Entdeckung des Jahres der Winzer in die Geschichte der Gemeinde eingegangen. Wir freuen uns darauf, mit diesen drei hervorragenden Persönlichkeiten in diesem Jahr noch viele Aktivitäten zu starten und die Bevölkerung in ihrem geselligen Leben hier zu bereichern. Ich wünsche allen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern noch ein gutes Jahr 2019.